Warte mal, ich komme ja eh nicht ganz hin in einer Aktion. Nur so zwei Aktionen, da stehst du neben ihm. Ja gut, dann Gehst du bin dann ich in hier über der... den Treppenabsatz, kannst du dann hier hoch? Ich habe mich jetzt Also einfach mal willst du ihn dahin angreifen oder gestellt. den von Kiaras? Den von Kiaras. Du kannst auch deine zwei Aktionen auf. Ah ne, du hast schon eine Aktion auf, Ja, benutzt. richtig. Ah, richtig, ja. Ne, dann stehst du neben ihm, er schlägt mal mit einer plus 8 nach dir. Und schafft das. Sagenhafte Können wir die uns 12. schnellen? Alles klar, cool. So, dann Iserun ist fertig. Hatte Abel mir noch was? Hatte nur ein paar übrig, aber das war ich ja nicht. Keras ist auch durch. Nächste Kampfrunde. Ich bin noch gar nicht durch. Das ist doch jetzt die neue Kampfrunde. Nee, wir fangen jetzt die neue Kampfrunde an. Oder ist eben noch auch umgewandelt und zustochen. Dann ist zweimal attackiert, ja. Genau, nächste Kampfrunde. Meine 5 muss jetzt handeln. Das ist der von Keras. Will jemand Ja, was hat er vor? Weglaufen. Ich hau ihn dreimal. 1, 2, 3. Passt sogar. Du kannst ihn dreimal hauen. Und dann noch einen Passierschlag mitgeben. Warte, du kannst ihn einmal hauen und dann dürfte Iserun neben dir stehen. Kann er weglaufen mit Blitzig? Iserun, ja, bestimmt, klar kann er weglaufen. Nein, er verteidigt nicht, oder? Hm? Er ist desorientiert. Ja, aber weglaufen kann er trotzdem versuchen. So, Attacke ist auf alle Fälle gelungen. Verwehrt er oder nicht? Nee, er will weglaufen. Er pariert nicht. Das könnte eine schlechte Entscheidung gewesen sein. 8 plus 4 waren 12, plus 13 sind nochmal 9, die er kriegt. Das tut mittlerweile weh. Viel Spaß ist aber nochmal. Ich brauche euch nochmal 200 zum Dampfen. Muss der eigentlich für seine Flucht irgendwas würfeln? Ich lasse ihn gleich mal eine Orientierung würfeln, ob er das hinkriegt, in seiner Burg dann nach oben zu laufen. Vor allem, wenn er keinen. Er hat ja nicht nur fehlt ihm die Sicht, sondern eben auch das Gehör. Das ist besonders schwierig. Ja, also durch den Blitz sind halt die Weglaufproben dann auch im ZFB-Stern erschwert. Ja, würfel ich gleich. Das war erstmal nur. Noch hat er nicht gehandelt, weil ihr vorgezogen hatte. Du kannst jetzt auf alle Fälle neben ihm stehen, wenn du willst, Iserun. Ja, dann mache ich das. Stehst du neben ihm? Sage ich jetzt schon mal an, dass ich meine Aktion umwandeln möchte. Mhm. Keras mal hier hin. Mal dahin. Keras darf das zweite Mal zustechen. Dann kann Iserun den Kill klauen. Ich möchte. Meine zweite Aktion ist 4 Aktionen später, deswegen ich möchte gezielt stechen. Oh yeah. Zielt stechen. Die Frage ist, wenn der Typ sich jetzt umrennt und weg, umdreht und wegrennt. Noch hat er sich nicht umgedreht. Okay, dann ist egal. Das ist eine plus 6, weil er ja 4 Rüstung hat, wa? Es ist noch der Parade-WM vom Schild drauf. Er hat einmal, ja, die haben also, beide. Hat der ein Schild? Ja, die haben beide Schreitkorb und Schild. Hast du eigentlich einfach so, ja, abkopiert? Dann mach ich doch keinen gezielten Stich, das ist dumm. Hey. Dann hau ich zu. Bin ich beleidigt. Ja, nee, das hat absolut keinen Sinn, dann kriege ich eine Schwernis von, weiß nicht, 18 oder so ein Schwachsinn. Naja, halt noch viel, aber ja. Iserun ist jetzt ja auch mit im Kampf. Gelungen, da kannst du auch mal ja, Wucht schlicht. Mach Schaden. 7 minus 4 sind 3. Das ist egal. Dieser Rund auf. Ich mache einen Wuchtschlag 4. Schlag 4. Mit dem Schwert. Ja. 12 plus 9 sind 21 und 23. 10 minus 4 sind 6. Er ist nicht tot, aber sehr, sehr nah am Sterben. Ist er unter 5 LDP, dann muss er sich selbst beherrschen. Ich würfel nochmal eine Selbstbeherrschungsprobe. Das ist eine knackige Probe, die ist glaube ich plus 12 oder so, wenn er nicht eisern ist. Eisern ist er deswegen. Also, okay, dann muss er nicht. Genau, das ist, normalerweise kannst du mit Eisern ja auch mit 5 LDP weiter kämpfen. Dann darf Kiaras den Kill doch nehmen. Bricht er zusammen oder? Nee, er bleibt stehen. Ja gut, dann hol ich noch einen. Es war auch keine regeltechnische Wunde, die da geschlagen wurde, das ist einfach nur wenig LP, die er gerade hat. 30 TP gefressen und das ist jetzt das Ende. Dann beschreib bitte die Szene, wie er sich gerade umdrehen will und ja, ich stürme zu ihm auf, renne auf ihn zu, er versucht zu schreien, nach mir zu schlagen, aber
ja, ohne zu zögern, dränge ich sofort vor in seinen Verteidigungskreis, steche ihn einmal in die Schulter, steche ihn ins Bein, steche ihn noch einmal, bevor er wirklich reagieren kann oder sich gar umdrehen kann. Habe ich noch zweimal zugestochen und... Plötzlich steht Isarun neben dir, hackt ihm auch nochmal in die Schulter. Genau, ich blicke einmal aus dem Augenwinkel zu Isarun, immer noch so ein bisschen ihn an beiden meinen Schwertern, meinen Rapieren aufgespießt, so aufrecht halten. Ziehe sie einfach raus und er bricht zusammen. Gut, dann haben wir das durch. Isarun hat noch eine Aktion, Fragezeichen? Nee. Nee. Isarun ist auch fertig, hat einmal positioniert und einmal attackiert. So, dann Bultax 15. Ja, ich mach nix, weil ich gegenwärtig nichts Sinnvolles tun kann, bis Avenir und Mandarion und Isarun das machen. Also ja, Mandarion, 18. Ich attackiere. Nun stopp ich sie vor. Ich auch. Stopp. Ah, verdammt, lass mich. Sagst du erstmal, du könntest mich jetzt Hammer schlagen? Ja, ich versuch's zu. Lass ihn erstmal ansagen, dann kannst du immer nach vorne ziehen. Lass ihn erst ansagen. Achso, ich hab dir schon angesagt, oder? Ich weiß nicht, ob es so. Ja, also Abelmir, du siehst, dass er jetzt zu einem kräftigen Schlag ausholt, genau. Basti, ich glaube nicht, dass du das kannst. Die mir stehen auf DKS und auf falscher DK sind keine Manöver erlaubt. Danke. Darauf warte ich seit letzter Kampfrunde, ganz ehrlich. Ich wollte mir jetzt von Abelmir nicht diesen Satz stehlen lassen. So, Abelmir, jetzt kannst du vorziehen. Ja, ich würde auf ihn schlagen. Ich würde das Feuer ansagen, umwandeln. Ich würde auch meine zweite Attacke schlagen. Und zwar im Wurfschlag 4 jeweils. Ja. Soll ich beide gleich würfeln? Denk dran, er hat ein Schild in der Hand. Er wird dich einmal parieren und er wird einmal den Elfen parieren. Ja, gut, ja. Wie gesagt, denk dran, er hat ein Schild in der Hand. Du kannst auch finden, aber du kannst auch hochschlagen. Sind Finden gegen Schilde nicht erschwert oder war Finden mit Schild erschwert? Jetzt kannst du mal würfeln. Würfeln auf Vorschlag 4. Ja. Hast du es getroffen? Hast du es pariert? Den zweiten. Ich guck gerade, auf welcher Initiative bist du? Auf 22? Nee, er darf vorher. Er setzt jetzt mit seinem Streitkolben an. Falsche Distanzklasse ist eine plus 6, ne? Mhm. Der hat eine minus 8 durch deinen Blödelkram. Nee. Ich hab die plus 8. Er kriegt da keine Erleichterung raus. Verdammt. Na gut. Man sollte meinen, du willst die Regeln mittlerweile kennen. Ja. Okay, knall rein. Komm, ich mach einen Wuchtschlag 2. Dann treffe ich auf die 10. Ich glaube nicht, Tim. Gut, Mordbrenner hat noch eine Parade, aber mir darf weiter. Wieder ein Wuchtschlag 4. Mhm. 2, gelungen, Schaden. Aua. Vielleicht hättest du den parieren wollen, ey. Er bleibt stehen. Er nimmt ihn und grinst dich finster an. Dann darf der Elf. Brenner. Ja, Attacke. Da ist ein 8er-Schwernis drin. Das ist also gelungen. Da ist ein 8er-Schwernis drin. Er darf noch einmal parieren. Dann ist er auch fertig. 9 und pariert. Mhm. Ja, und dann habe ich noch 2 Aktionen. Wirst dich auch direkt um. End noch einen Todesstoß. Das ist wieder mal nur um die Elf erschwert. Komm schon, irgendwann muss das klappen. Ja! Freies Ausweichen. Nee. Wird zur Seite, stolpert über den Stein, verliert Initiative, rutscht da wohl, versucht sein... So, ich dachte, dass die 1 wäre der Treffer, aber... Das dachte ich auch im Moment. Lang. 14 minus 4, die Rüstung wird ignoriert, ne? Die wird ignoriert und er kriegt nochmal 2 extra Wunden. Er kriegt eine Wunde durch... er kriegt eine Wunde durch die 14, weil das überstiegen ist. Und dann bekommt er 2 zusätzliche Wunden durch den Todesstoß? Richtig, das sind 3 Wunden ins linke Bein, das macht ihn der Hüftgelenk kaputt und er ist kampfunfähig. Keine Probe, kein gar nichts, keine Rettungswurf. Keine Probe, kein gar nichts, kein Rettungswurf. Dann, 3 Wunden im Bein sind kampfunfähig. Dann stürzt er aufgespießt von deinem Speer die Treppe runter. Er wollte, wie gesagt, sich gerade fangen, aber knallt dann direkt vor Boltax ins Wasser. Boltax, was willst du tun? Ja, wenn ich kann, dann Messer ich ihn. Ja, er ist kampfunfähig. Du kannst jetzt mit ihm tun, was du willst. Beschreib die Szene. Ja, ich nehme meinen Dolch und schneide ihm die Kehle auf, ohne groß Tramram zu machen, denn... Ja, wir wollen ja effizient vorgehen und nicht
uns in größerem Blutbad ergötzen. Aber der Zwerg wohl schneller als der Elf, tut mir leid. Den danach, will ich dir nicht. Danach lasse ich den Silenzium fallen. Ich wollte ihn auch nicht töten. Töten ist Ballon. Ja. Ich gebe gerade mal den nächsten Teil der Burg frei. Das, was ihr... Moment, ich muss... Ich gehe sofort auf Isarun zu und reiche eine stützende Hand. Danke für die Hilfe, aber bist du wohl auf? Du hast einen bösen Schlag bekommen. Ihr beide dürft da oben mal Sinnenschärfeprobe würfeln. Da stehen noch 20 Mann in dem Gang. Ja. Isarun, du kannst mit einem Schritt wieder zurücktreten und Kiaras dann auch mitziehen. Du hast nämlich gesehen, wie dort ein kleines Wachhäuschen war. Dort lehnte sich eine weitere Todeswache relativ entspannt mit dem Rücken zu euch in Richtung eines anderen Raumes, hat sich davon unterhalten. Du hattest es aber nicht gehört, weil du in der Silenziumblase von dem Zwerg standest. Die Wache hat das nicht mitbekommen. Ich gebe dir kurz mal Steuerung F. Hier seid ihr gerade hochgekommen und kannst du dann hier sehen, wie da eine weitere Todeswache in dem, ist wohl der Wachraum steht. Ja, und wo hat er sein Gesicht hingewandt? Hierhin. Okay. Vielleicht sollte ich immer die Leiche oben wegziehen. Ja, ja, das mache natürlich. Ich gut, dann Silenzium, Blase wird wieder fallen gelassen. Ihr steht unten an der Treppe, auf der Treppe, irgendwo am Wasser und könnt weitermachen. Ich signalisiere Isarun auf Attac, was ist oben los? Attac, ja. Isarun probiert es erstmal auf Attac, irgendwann kommt sie dann nicht weiter. Und, ich signalisiere mehr Feinde. Genau, warum? Also da sind noch mindestens zwei weitere. Die hocken in so einem Kämmerlein, so ein Wachhäuschen irgendwie. Einer guckt hier auf den Gang, unterhält sich aber mit jemandem, der hinter ihnen im Raum steht. Also es sind noch mindestens zwei da. Warum fuchtelt ihr so mit euren Fingern herum? Erklären wir später. Ihr dürft alle entweder Kriegskunst plus 10, Kriegskunst plus 10 oder Baukunst plus minus 0. Das hat wieder mit der Burg zu tun, oder? Ja, natürlich. Dann verzichte ich. Das ist eine... Ja, das weiß, was sich dahinter verbirgt. Wenn das Standard garetische, mittelreichische Bauweise ist, dann wird das eine Wachstube sein. Ja, also mit genug Platz. Ich gebe euch mal, Moment, 1, 2, 3, ich verberge die Wachen, weil ihr die Wachen nicht gesehen habt, aber ich gebe euch den Raum trotzdem frei. Damit ihr ganz grob wisst, wie das aussehen könnte. Angefüllt mit unbekannter Anzahl an Wachen. Ich flüstere mal, nicht sprechen. Nicke. Kiaras, wie gehen wir mit davor? Immer die Finger an, Vatak. Wir müssen kämpfen. Unbekannte Anzahl von Gegnern. Ich schaue zu Boltax und flüstere ihm mal ganz leise ins Ohr. Kannst du deinen Zauber auch beweglich und kleiner machen? Ja. Wir waren beweglich. Wenn nur einer von denen entkommt und nach draußen rennt, dann müssen wir vielleicht nicht gegen Drachen kämpfen, aber sicherlich gegen viele weitere. Laut den Gerüchten soll hier wohl ein Banner rumstehen. Deswegen der Zauber. Vielleicht können wir uns an ihm vorbeischleichen. Sie schaut nicht in unsere Richtung. Laufen können sie trotzdem. Wie war denn die Wachstube aufgebaut? Hatte sie Fenster? Ja, du kannst das sehen. Achso, Entschuldigung. Ja, es gibt ein Fenster hierhin, aber die Tür ist in eine andere Richtung. Ich sehe nur die eine Wache. Gut. Und sie hat uns den Rücken zugewandelt und ist in ein Gespräch verwickelt. Wenn wir uns irgendwie mit deinem Zauber an ihnen vorbeischleichen können. Ich bezweifle, dass das funktioniert, denn
Wir müssten schon alle sehr unauffällig sein. Dein Zauber wird uns still machen, wenn du ihn richtig anwendest. Selbstverständlich. Und sie schaut nicht in meine Richtung. Ich tippe Kiras mal auf die Schulter. Wir können uns die Uniform anziehen. Das stinkende Zeug wollt ihr anziehen? Ja. Und der Rest von uns? Nun, es ist möglich, das Mandra so zu formen, dass man nicht mehr gesehen wird. Ah, ich verstehe. Also ihr beide zieht die Uniform an und führt mich als Gefangenen ab. Der Elf begonnt sich durch seine Zauberei. Ich könnte so bis zur Tür kommen und die Ausgänge versperren, doch wir wissen nicht, wie viele dort sind und wie viele vielleicht noch tiefer in der Burg sind. Da machen sie es doch so wie eben. Habt ihr nicht gesagt, dass euer Freund vermutlich hier unten ist? Wolltet ihr euch nicht erst einmal umsehen? Wir müssen in der Stube vorbei. Das ist das Problem. Ich könnte auch eine unbewegliche Illusion zaubern. Vor den Zugang. Sodass der Raum als leer scheint. Warum gehe ich nicht hoch, ohne gesehen zu werden? Und klappere mit der Tür oder werfe einen Stein gegen ein Fenster, sodass sie es sich ansehen. Und dann könnt ihr hier raus, ohne gesehen zu werden. Das ist eine Möglichkeit, ja. Ja, das würde funktionieren, aber was ist, wenn sie euch doch sehen? Oder wenn da, weiß nicht, finstere Dämonen sind, die euch sehen können? Dann werde ich nicht zufällig einen von euch, der durch Wände blicken kann oder Ebenen erblicken kann, oder? Und dann werde ich auf eure Hilfe angewiesen sein. Wart ihr ja eben auch schon. Das kriege ich hin. Ich vermag so etwas, aber ich bin nicht besonders geübt darin. Nun, besser als ich. Egal, was wir tun. Wenn nur einer von denen nach draußen kommt, haben wir ein gewaltiges Problem. Das Problem ist, wir haben ja zwei Öffnungen mindestens. Ansonsten, wenn diese Wachstube nur eine hätte, könnte ich einfach eine Wand aus Erz davor ziehen und das wäre dann kein Problem mehr. Denkt ihr nicht? Sie sehen doch die anderen ebenso. Also diejenigen, die in der Wachstube stehen, mit der sie sich unterhält oder er sich unterhält, würden natürlich sehen, dass da eine Wand hochwächst. Ja, eben drum. Deshalb ja der Ausgang versperrt durch die Wand aus Erz. Ihr meint, dass man in den Flur geht und dann die Wachstube komplett versiegelt? In der Tat. Aber das funktioniert. Ja, das funktioniert ja trotzdem nicht aus entsprechenden Gründen. Wie wäre es mit einem Paralys? Auf drei verschiedene. Wir sehen sie nicht alle. Ja, zumal wir auch gar nicht wissen, wo der Gefangene gefangen gehalten wird. Dürfen wir nicht vergessen, ich habe noch einen Schwadenbeutel. Ich könnte theoretisch alle raustreiben, aber das wäre in dem Fall eher kontraproduktiv. Können wir nicht hingehen und sie fragen? Ja, mach das. Mach das. Verwickelt sie am besten in ein. Nein, tu das nicht. Nein, bitte. Der Zwerg scherzt. Oh. Bitte, ich meine, sie können doch nicht alle so verdorben sein, dass sie euch alle umbringen wollen. Doch, sind sie. Ich denke, eigentlich wäre es keine schlechte Idee, wenn wir uns alle in einem Silenzium bewegen. Gut, dann müssen wir sie nur am Laufen hindern, nicht aber am Schreien. Ich habe nicht mehr so viel Kraft. Ein Silenzium kriege ich ohne Probleme hin, aber mittelfristig gesehen ist meine Kraft bald erschöpft. Nun, wenn ich nicht gesehen werden will, werde ich nicht gesehen. Aber ich hätte eine Idee, wenn ihr nicht gesehen werden wollen könnt. Könnt ihr nicht einmal ausspionieren, wie es hier drinnen aussieht, dann wieder zu uns zurückkehren und uns Bericht erstatten, denn das wäre doch das Sinnvollste, wenn wir wissen, was uns oben erwartet und wo wie viele sind, dann könnten wir ja einen detaillierteren Plan ausarbeiten. Aber natürlich. Das erinnert mich an die Situation, als wir den Inselpalast eines Optimaten eingenommen haben. Das ist dein Optimat. Etwas, das wir nicht jetzt wissen müssen. Die Vorschläge? Ja, eine Erkundungsmission vorher.
Ich denke, das wäre das Beste, was wir machen können. Wir wissen zu wenig von der Lage und selbst wenn wir uns an ihm vorbeischleichen, könnten wir direkt in die nächste Wache hineinrennen. Also, Herr Mandarion, dann solltet ihr euch bereit machen, unsichtbar umherzulaufen. Ist Mandarion denn der Beste, der sich hier einfach so umsehen kann? Oder wahrscheinlich macht er sich unsichtbar und tippt dann irgendwelchen Wachen auf die Schulter. Und ihr? Könnt ihr das auch? Unsichtbar machen. Ja, Auskundschaften. Ich meine, ihr sagt doch, ihr wart in so einem Inselpalast. Ich könnte mich hier hinsetzen, meditieren im Schlamm und dann eine körperlose Reise antreten. Damit blickt er mal zu Iserun. Das würde ich hier nicht empfehlen. Weil wir in einer Globule sind. Mhm. Und hier schattenfressende, unsichtbare Dämonen herumrennen. Nur euer Schatten. Der Dämon ist immer noch hier. Nein, ich habe ihn erstochen. Erinnert ihr euch mit meinem Dolch? Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das euer Schatten war, Ihre Gnaden. Ja, ich mache mir trotzdem Sorgen, dass hier irgendwann noch etwas Unsichtbares umherfliegen könnte. Also, wie gehen wir vor? Schleichen, sich verstecken, Zauber oder irgendwelche... Oh. Also ich bin dafür, wir lassen den Elf schleichen und geben ihm genaue Instruktionen, damit er gar keinen Blödsinn macht. Alleine okay. Oder? Alleine natürlich. Warum denkt nun, er ist der Einzige, der diesen Zauber beherrscht, denke ich. Bitte, wie klingen wir? Ist das relevant? Also Elf, halte dich von den Drachs fern. Das müsst ihr mir nicht sagen, sie riechen so übel. Das stimmt. Was uns interessiert, ist die generelle Gestaltung. Wo verlaufen die Gänge? Wo gibt es Eingänge zu Räumen? Und wie viele Leute sind wo? Halt auch schon nach einer bestimmten Person. Ich beschreibe jetzt mal Polygon. Ja, dann beschreib mal Polygon. Ich habe mir jetzt gerade nicht vor Augen. Schwarze Haare, mittelgroß. Trifft auch. Schleimig, hässlich, Polygon. Ja, das trifft doch fast alle Leute. Würfel mal auf Starts kurz für eine herausragend gute Beschreibung. Ich meine, er hat gutes Gedächtnis. Hat er gutes Gedächtnis? Aber hat gutes Gedächtnis. Nein. Will ich nicht. Wie nein? Okay. Ich, 19. Ein schlanker Jüngling in edler Junkerntracht. Wahrscheinlich dann mit ausgebeulten und staubigen Gewändern. Was ist deine Junkerntracht? Etwas auffällige Gewandung. Samt und Seide. Also nicht wie... Ich gebe dem den toten Mann Tritt. Diesen. Nein. Normalerweise sehr farbig, sehr farbenfroh, aber das ist in dieser Globule natürlich auch schwierig. Es keine Farben gibt. Ihr solltet vielleicht die beiden verbergen, nicht dass sie irgendwann gesucht werden. Das tun wir in der Zwischenzeit. Ich mache ein Visibili. Ich mache mir Zeit, ich hab sie ja. Dann brauche ich mal bitte die Beschreibung des Visibili. Und zwar mit der Modifikation, mit der... Die Zauberdauer ist mir egal, aber es geht mir um die Wirkungsdauer, die für Elfen ja verdoppelt wäre, aber gib mir einfach mal. Genau. Mein Leib und alles, was ich daran trage. Oh, hey, ich sehe gerade nicht alles, was ich daran trage. Entsprechend ziehe ich mich vorher aus. Ja, richtig. Ja, es geht passiert, wenn man nicht aufmerksam ist. Richtig. Da hat er auch wenig Probleme mit. Gib doch mal acht, gibt's hier unten irgendeinen trockenen Ort? Also semi-trocken? Nein. Es steht alles unter Wasser, ja? Zumindest knietief, ja. Dann gebe ich meinen ganzen Sheet Iserun. Danke. Hier ist mit einem vollen Arm voller Elfenunterwäsche da stehen. Gut. Es riecht aber blumig. Ich werde dann unsichtbar. Und zwar für maximal ZFP-Stern Spielrunden. ZFP-Stern-Spielrunden. Du hast 7 und das Ganze wird verdoppelt. Richtig. 14 Spielrunden, also ja, unendlich. Und das Ganze kostet mich 4 ASP pro 2 Spielrunden. Okay. Wie viel? 2? 4 pro 2. 4 pro 2. Pro 2, weil verdoppelt. Ich kann diesen Zauber jederzeit beenden. 2 Spielrunden sind 10 Minuten. Dann gib mir mal... 10 Minuten werden nicht reichen. 20? Ja, also es ist eine Burg, es ist für dich sowieso nicht ganz so einfach mit menschlichen Gebäuden. 20 Minuten.
Ach, da ist B. Okay. Noch eine Schleichenprobe? Genau, Schleichen. Du bist nur unsichtbar, aber du bist nicht lautlos. Richtig, vor allem können mich Dämonen halt immer noch sehen. Dies ist im Übrigen ein Formzauber, kein Illusionszauber. Sie sind entsprechend nicht immun dagegen. Wer ist nicht immun dagegen? Untote. Und Dämonen. Also Untote könnte ich sehen? Untote können mich über ihren Lebenssinn sehen, der natürlich eine begrenzte Reichweite hat. Ja. Aber alles, was immun gegen das Merkmal Illusion ist, wird ihn nicht betroffen, was ja so ziemlich alles magisch ist, weil dies ein Formzauber ist und kein Illusionszauber. Gut, okay, ich forme auch mich, nicht das Vieh. Entsprechend tritt auch eine Magieresistenz. Entsprechend tritt auch eine Resistenz oder Immunität gegen das Merkmal Form nicht ein, da ich ja nicht in Dämon forme. Diese Bini ist geglückt, schleichen. Genau, kommt jetzt. Dies ist um 1 erschwert, weil ich den Dizzy Bini aufrechterhalte. Dies ist allerdings auch um 1 erleichtert, weil ich keine Rüstung trage. Also nicht um 1 erleichtert, aber halt nicht erschwert, wie es normal ist. Das mache ich sonst immer. Das ist gar nicht mal so gut. Was ist das? 8. 8. Das ist eine sinnschärfe Probe der Wachen dagegen. Hast okay. Du ein Bubble, ey. Ich hätte dich so gerne jetzt, aber... Gut, du gehst nach oben und kannst natürlich auch die Wachstube entdecken. Du weißt nicht genau, was das für ein seltsamer kleiner Ort ist. Hinter dir siehst du eine große zweiflügelige Tür, ein Portal und von draußen kommt weiterer ekelhafter Gestank. Also du vermutest, dass die Drachen draußen angebracht sind, weil sich Tiere auch nicht so gerne im Inneren aufhalten. Du meinst dieses, ja? Ich sag da nichts zu. Du kannst durch einen... Dann sag mir wenigstens, wo ich bin. Dann zieh dich. Wir machen's so, du ziehst dich selber. Meinetwegen. Und ich sag dir, was du siehst und was du nicht siehst. Also ich gehe natürlich erstmal auf den Platz heraus. Ich halte mich hier und dann geht es einmal hier rüber. Ja, vor dir eine Tür, die angelehnt ist. Du hast Glück, kannst sie einfach aufmachen. Sie quietscht auch nicht und du kannst weiteres Stimmengemurmel hören von zwei weiteren Leuten, sodass sie insgesamt zu dritt sind. Mhm. Kommt aus der angelehnten Wachstube. Du kannst sie nicht sehen, aber du kannst sie hören. Eine weitere Tür, die ist geschlossen. Kannst du Kurslicker Zeichen lesen? Nein. Gut. Es gibt wohl eine Beschriftung, aber du weißt nicht, was da drauf steht. Mhm. Ich schleiche mich vorsichtig hier rein, schau mal, ob diese Tür hier offen zu ist, angelehnt. Angelehnt. Okay, dann ziehe ich mich wieder zurück, weil dann bin ich nicht dran vorbei. Und dann lehnt sich hier um die Ecke. Ein großer Saal, wofür der benötigt wird, weißt du nicht, aber du siehst zwei weitere Wachen, die hier stehen und sich ebenso unterhalten. Und der Saal ist wohl auch nach oben hin geöffnet, sodass man auch von oben ihn einsehen kann. Wie griffig ist diese Wandmauer? Das ist, Bruchstein. Es ist nicht gepflastert. Doch, es ist irgendwo, es ist gepflastert. Pflasterstein, Bruchstein. Da kann man sicherlich hochklettern. Und was genau ist also hier? Es ist nicht super glatt, nicht super flach, nicht abgeschliffen. Ich sag mal, mit einer plus 2 kann man da hochklettern. Über dir ist allerdings ein totes Holz. Was da ungefähr 3 Meter über dir, 4 Meter über dir angebracht ist. Und dann müsste man über Kopf klettern, damit man dann da in diese offene Halle wieder weiter reinklettern kann. Gut, dann lehne ich mich an die Wand, spreize meine Arme aus und versuche ein Gefühl für diese Wand zu bekommen. Und zaubere einen Spinnenlauf. Spinnenlauf. Sie fühlt sich kalt und tot an. Ich lasse mir Zeit dafür. Sie ist ebenfalls um 3 Punkte erschwert, da ich einen Zauber aufrechterhalte.